Hey, weiter geht's mit Final Fantasy 15. Wir wollten die Pudding suchen, damit wir diese Aufgabe endlich. Und wir sehen sie hier. Kein Fan von dir. Aber solange die Zeit anhält. Eigentlich bringt das ja gar nichts, weil die Zeit hält an. Warum dauert das denn so lange, bis mir das angezeigt werden kann? Okay. Hat nur einen Magie als Schwachsinn. Probieren wir es. War so nicht geplant. Kann ich nicht. Okay. Prompto macht nicht mehr lange mit. Keine Angst, du bist nicht allein, Prompto. Zum Glück warst du da. Verdammt. Scheiße. Bitte. Danke! Nicht der Rede wert. Reiß dich gefälligst zusammen, Noct! Danke. Ich glaube, das schaffen wir. Jupp. Wie ich gerade zur Seite gesprungen bin und trotzdem getroffen wurde. Noct! Ich hab versagt! Genau. Nein, das wird nicht. Gladio! Noch, das sieht nicht gut aus. Komm doch! Augen auf! Tut mir leid. Toll, wie ich ausweichen kann. Gladio! Bin unterwegs! Warum kann ich nicht mehr springen mit. Ich meine, ich greife an und muss. Alles klar? Die Attacke irgendwie, also den Schlag durchführen. Fast wie neu! Mit Vergnügen! Ignis! Oh, was mache ich? Warum greife ich an? Ich wollte einfach nur laufen und ich greife an. Bereit für mehr? Wie konnte der mich treffen? Ich renne die ganze Zeit. Alles klar? Danke. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Sieht nicht gut aus. Was sind solche Probleme? Komm doch!
Attacke blockieren. Game over. Haben wir es nun endlich mal gesehen. Ich kann nur den letzten Spielstand laden. Okay. Das hätten wir auch nicht gewinnen können. Wir haben ja noch nicht mal die eine Magie, die als Schwäche haben. Oder haben wir? Ich glaube, wir hatten bis jetzt nur Feuer. Was? Das ist nicht. Achso. Kann ich das überspringen? Hat man ja schon gesehen. Ich konnte ja nicht speichern. Das ist. Deshalb. Die Kraft der Könige, ja. Nochmal komplett von vorn die ganze. Das ganze die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Das kann ich nicht überspringen. Ja. Bis zu deiner Ankunft kannst du die automatische Fahrt nicht abbrechen. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. So, das Auto ist immer noch beschädigt. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Nockt wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Ist das nicht klasse? Wir dürfen jetzt wieder mit dem alten Typen da sprechen. In der Werkstatt. Hey. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter. Fürwahr. Wo ist Kor? Er. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. So kenne ich Großvater überhaupt nicht. Er scheint ziemlich bedrückt zu sein. Die Niffen hatten es auf den Kristall und den Ring der Lutze. Ich habe eine Nachricht von Kor, das. Was habt ihr denn da Seltsames? Okay. Und wo? Irgendwo werdet ihr schon fündig werden. Sammelt einfach alles ein, was noch brauchbar aussieht. Okay, dann sind wir jetzt ungefähr auf dem Stand. Was steht heute an? Das sieht ja übel aus. Gut, an die Arbeit. Okay, wird erledigt. Das hier muss noch. Wartung abgeschlossen. Zu dem Pudding werden wir jetzt nicht fahren. Wir wissen, das schaffen wir nicht. Können wir das hier gucken? Sehe ich, wo ich da hin muss? Ja, sehe ich nur.
Des einen Müll ist des anderen Schatz. Immer schön die Augen aufhalten. Mir wird nicht mal ein Gebiet angesagt, wo ich da hin soll. Also dann, machen wir einfach weiter. Automatisches Fahren. Aufgaben, Ziel, dann nicht mehr. Schön, dass ich aussteigen kann. Ja. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Ich wollte gucken wegen Fertigkeiten, ob ich da schon was gemacht habe. Ja, ich, ja, okay. Ich habe 28 FP. Ich weiß nicht, wofür ich die bekommen habe. Gewährt zusätzliche FP beim Zelten. Das Zurücklegen bestimmter Distanz nach einem Chocobo. Zusätzliche F4 beim Zelt. Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Die Sonne geht bald unter. Nocht, allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Gute Idee. Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um! Für jedes Problem die richtige Lösung. Brettschwert, Angriff 42. Ich glaube, das sieht genauso aus wie das, was wir schon haben. Kokitos. Man sieht sich. Die Gerüchte von dieser Rotkappe hast du gehört, oder? Der kreischende Geist auf Monsterjagd? Dummes Geschwätz, wenn du mich fragst. Von wegen. Ich habe ihn selbst gesehen. Hat im Scherental ein paar Tao-Ti mit einem Drehkick weggefegt. Water! Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika! Wo sind die anderen?
Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Okay, ich wollte eigentlich erstmal mit der reden, weil hier jemand... Ich brauche Ersatzteile von Sydney, aber... Empfänger stehen zum Verleih. Ja, was für ein Empfänger? Interessenten melden sich bitte bei der Jägerzentrale. Ich hab immer solche Angst vor ihrem Opa. Was soll ich bloß tun? Defekt. So, ich kann mit dem reden. Chocobo-Mieten. Als Zeichen der Trauer landesweit Sielblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia, um der Kanagi die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen vor Luna Freyas Hochzeitskleid nieder, da ihr Leichnam bislang nicht gefunden wurde. Viele von ihnen hegen weiterhin die Hoffnung, dass die Kanagi noch immer am Leben sein könnte. Ah, die Jungs informieren dich über das Weltgeschehen, okay? Hallo. Ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Staub zu Staub, Erkennungsmarken. Die Schlechten ins Köpfchen, die Guten ins Töpfchen. Sollte man draußen nach Sonnenuntergang also Schutz in Refugien suchen? Unbedingt. Dazu raten wir dringendst. Obwohl die Kanagi bedauerlicherweise von uns gegangen ist, schützen ihre Runen noch immer vor Angriffen. Auch während der 4 Jahre, die zwischen Königin... Wir im richtigen Blick. Die Chance der schwarzen Wölfe ist am größten, sie ihre Kraft sich ganz vorne befindet. Unsere Jäger überprüfen die Refugien regelmäßig. Ja, es ist nur eine Chance. Warum kann ich nur einmal werfen? Man hat doch eigentlich immer eine 3 Würfe und dann geht's immer nach Punkten. Schrammen und Rost. Na. Sind wir hier oben. Aufgaben. Staub zu Staub. Und guck mal, da wird es ja schon wieder auf die Wand. Was da oben auf dem Dach liegt? Guten Tag! Nichts wird sich gebrochen. Bis bald! Ja.
blinken sehen. Überlegtes. Ebenso. Alle Zeit ist rum. Das geht so weit. Sorry. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Nachts ist das Reisen gefährlich. Wenn dein Ziel weit entfernt ist, solltest du lieber eine Unterkunft suchen und bis zum Morgen warten. Karte letzte Unterkunft. Das ist doch gar nicht mehr wahr. Es sind nur 200 Meter. Nur ja, das Ding einsammeln und dann wieder weg. Na? Da oben! Feinde! Danke. Von hinten angreifen. Verstanden. Ich kann überhaupt nicht sehen, was ich mache. Ich kann auf Knochen getroffen, das Mensch.
genau. Ich schon den Stick zu mir und die ganze Zeit X zum Zerspringen. Reaktion. Von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Oh. Diese Marke gehört nach Hause. Noct, ich höre Magitech-Motoren. Wir sind da. Danke. Dank euch kann ein weiterer Jäger in Frieden ruhen. Aufgabe abgeschlossen. Megatrank mal 5. Wie läuft die Reise? Ja, wir fahren lieber. Was für ein Schrott. Da lohnt das Suchen ja kaum. Ich habe Eisquelle gemeldet. Das funktioniert so. X ist ja Wellen. Wenn ich jetzt hier Blitzquelle wähle, komme ich wieder da. Zur letzten Unkunft zurückkehren. Was
es daran bitte wählen? Ich wähle eine Quelle aus und man will mich zurück zu einer Unterkunft. Okay, jetzt kann ich aber hier das Ziel festlegen. Egal. Das ist da oben. Königsgrad. Da muss ich wahrscheinlich hin. Okay, dann das nächste Mal die Aufgabe beim Königsgraben. Bis dann.